Freunde, wir sind doch wieder am Start. Hier ist das gute Stück. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und die letzten drei Spiele sind angebrochen. Zweimal auswärts, einmal heim. Und solange es noch rechnerisch möglich ist, ändert sich nichts. Wir starten dieses Video wieder mit Dominos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen und holen die nächsten drei Punkte. Vamos! Good morning, meine lieben Freunde. Es geht los. Es ist wieder Match Day. Ich stehe jetzt auf. Und dann sehen wir uns draußen. So, Freunde, es geht los. Wir sind unterwegs. Ihr seht es. Einer ist hier. Einer ist hier. Die falschen Fünfer und ich. Wir sind unterwegs. Ja, Spieltag in Delmenhorst. 16 Uhr ist dort Anstoß. Ganz komische Uhrzeit. Fragt mich nicht. Lassen wir auch einfach mal unkommentiert. Ja, Delmenhorst. Hinspiel 2-0 gewonnen. War ein unangenehmes Spiel. Die haben richtig reingekloppt. Haben uns vollgesabbelt, Schiri vollgesabbelt, Trainer vollgesabbelt, alles Mögliche. Aber wir wissen, was uns erwartet. Wir müssen wieder alles reinhauen, denn ich kann es nur immer wieder sagen, es ist rechnerisch noch alles möglich. Und solange das der Fall ist, werden wir Gas geben. Und selbst wenn es entschieden ist, geben wir trotzdem weiter Gas. Denn das ist immer das Wichtigste, immer Vollgas geben. Und für mich persönlich kann es noch meine beste Saison werden. Ich brauche noch ein Tor, dann habe ich die geknackt. Dann sind es 10 Tore. Und Vorlagen habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, muss ich mal nachgucken. Aber 10 Tore sind auf jeden Fall das Ziel. 3 Spiele sind noch zu spielen. Also, vamo. Ach ja, und 10.15 Uhr ist Abfahrt bei uns in Flensburg. Und ich fahre aber um 9 Uhr ungefähr los, denn ich muss die Jungs abgeben. Lin ist ja nicht da, Lin ist in Barcelona. Und ich bringe die Boys zu Familie Horn. Da wird heute aufgepasst. Kuss geht raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Und ja, deswegen müssen wir ein bisschen früher los. Kurz die Jungs abgeben und dann wird orakelt. Wieder zu Hause, Freunde. Hab mir jetzt noch einen Kaffee gemacht. Schön mit Geschmackspulver, Kinder Bueno. Qualität von Henkel. Meloni sind zurück und Leute, ganz wichtig, Vitamine. Knallt sie euch rein. Sachen habe ich auch soweit schon gepackt. Lunchbeutel ist auch ready. Hier, zack. Riegel, Energy Gel, Monster, Powerade und Red Bull Zero. Alles dabei. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt fresh und dann sehen wir uns im Auto. Ja, was soll ich sagen? Atlas, Hinspiel 2-0. Haben wir schlechte Erinnerungen, ne, Dumme? Haben wir beide einen schönen 1000%igen vergurkt. Da sage ich nichts so. Mal gucken, in Delmenhorst wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch da gewinnen. Soll ich mal direkt einen Tipp raushauen? Hau raus. Ich sag ein 3-1 für uns. Wollte ich auch sagen, aber der Mann ist informiert. Der Mann ist informiert, er weiß direkt Bescheid, er weiß, was er sabbeln soll. Auch wenn er eigentlich nur Müll da oben drin hat. Kann er sich auch mal ein bisschen anstrengen. Das ist wichtig. Ja, Freunde, ich will nicht viel sagen. Habe ich schon vorhin bei der Gassi-Runde. Und wir haben ja auch schon mal gegen Delmenhorst gespielt. Mal gucken, ich glaube, die haben 3 verletzte Spieler, die sich letzte Woche verletzt haben. Wenn ich da richtig informiert bin. Aber wir lassen uns überraschen. Jedes Spiel ist eklig in der Liga. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir wollen am Leben bleiben. Deswegen, Kasala, hinfahren, 3 Punkte. Hausaufgaben machen, nach Hause. Mein Tipp? 2-1. 4-0. Henk sagt 4-0. Und heute knallt einer von uns einen rein. Wenn nicht, lass mir was einfallen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im Bus mit einem Big, Big, Big One. So, Freunde, wir sind die Ersten. Ich dachte, ich zeige mal unseren Bus. Tisch, ein paar Sitze, Falschgeld, Fernseher. Alles Mögliche und da ist mein Platz. Von da wird immer hardcore abgechillt. Jetzt wird der Bus eingeladen und dann geht's ab. So, es geht los. Anschnallen. Es geht los. Schnallt euch an. Falscher Fuffi. Also, Jungs, gute Fahrt. Ladies and Gentlemen, it's match day. Akena Fenua! We'll be right back.
richtig wichtig. 2-1 gewonnen, 1-0 hinten gelegen. Eigentlich nicht so gut gespielt, erste Halbzeit, aber wir hatten trotzdem viele Chancen. Unglücklich dann natürlich, die haben eine Chance, wir machen den gleich rein. Und ja, man merkt dann schon, bei wem es noch ums was, bei wem es noch um was geht. Und wer eigentlich nur ciao, tschüss. Weil, ja, jetzt bin ich raus, warte mal kurz, ciao. Bei wem es um nichts mehr geht. Und so hat man dann auch gespielt. Wir haben ein bisschen verkrampft, aber am Ende ist es egal. Wir haben 2-1 gewonnen, das Ding gedreht. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, wir leben noch. Vamos! Ab nach Hause, ihr falschen Profis. Jetzt knall ich mir Essen rein. Was gibt's? Kartoffelsalat? Ricardeus. Super. Ja. Scheiß drauf. Super öffnet. Super geöffnet, das Ding. Leute, so wichtig. Wir sind am Leben. Wir sind am Leben. Und das ist wichtig. Ja. Jetzt nach Hause. 3,5 Stunden. Dann geht's weiter, ne? Läuft. Ja. Leute, wir kämpfen bis zum Ende. Der Sieg war sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Entspannte Rückfahrt gehabt. Ich muss leider noch eine Sache sagen. Ich glaube, ich habe mich heute ordentlich verletzt am Knie. Die Szene werdet ihr auch sehen im Video. Wir suchen die raus. Moin, jetzt schon mal schön Burger King reinknallen. Und dann geht's nach Hause. Dann wird Penn gegangen. An dieser Stelle will ich noch einen Mann grüßen. Und zwar Sprachenlernen Bubble. Wrestling Dennis. Er war sehr sympathisch, hat mir echt coole Worte geschrieben, hat mich sehr darüber gefreut. Also Wrestling Dennis, Gruß geht raus, du bist ein super Mann. Einen Moment, jetzt muss ich kurz umpacken. Und ja, zum Spiel brauche ich eigentlich nichts viel sagen, will ich auch nicht viel sagen. Wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte, das war das Ziel, haben wir erreicht. Jetzt, wie gesagt, warten wir aufs Essen und dann geht's nach Hause. Hast du Sprachprobleme? Schrauben uns das Ding rein. Habe ich Sprachprobleme? Yes. Und ihr kennt das Spiel. Liken, abonnieren, kommentieren, was auch immer. Support in der letzten Zeit ist wild. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich, das ist geistesverrückt. Wir freuen uns sehr darüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Wochenende, sofern mein Knie mitmacht, gegen Hildesheim zum Heimspiel. Vamos!